und Servus zu einer neuen Folge von Transport Fever 2. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, wir sitzen in unserem Fernbus von Eisenstadt kommend Richtung Flughafen Wien, denn ich habe mir gedacht, wir starten heute mal mit einer Busmitfahrt. Und ich sehe gerade, wir benutzen auch die Ausfahrt. Schauen wir mal, bin gespannt. Wir sind eigentlich eh noch mal mit einem Bus etwas länger mitgefahren. Und da bietet sich ja diese Autobahn, beziehungsweise das bietet sich ja richtig an, dass man da ein bisschen mitfährt. Vor allem der Blick auf unser fiktives Wien. Ja, dann schauen wir mal kurz nach rechts auf unseren Güterbahnhof Gledering, wo die LKWs auch schon eifrig ihre Waren aufnehmen und dann in Wien wieder verteilen. Sieht wirklich schön aus. Ja, wie gesagt, Transport Fever 2, eine Augenweide für sich. Gut, wir genießen noch ein bisschen die Mitfahrt und ich erzähle dir, was ich heute vorhabe. Ich möchte ja, da wir ja jetzt in letzter Zeit schon sehr oft in den anderen Städten waren, mich um Wien kümmern. Und heute hätte ich gerne vor, unsere S-Bahn ein bisschen zu, ich will jetzt nicht sagen modernisieren, aber um ein, zwei Stationen zu erweitern. Und nicht nur das, ich hätte auch gerne vor, am Bahnhof, also am Hauptbahnhof Wien, ein paar kleine Veränderungen durchzuführen. Und wohin? Dahin. Genau, einfach mal nach rechts hin. So. Ja, also ich möchte gerne die S-Bahn ein bisschen verlängern, beziehungsweise ein, zwei Stationen dazufügen und dann natürlich schauen, wo bietet sich es noch an, dass wir in Wien eine Vergrößerung durchführen, beziehungsweise würde ich auch gerne wieder ein bisschen Straßenbahn und Busse in Wien gerne eine neue Linie dazu hinzufügen. Mal schauen, wie das Ganze sich so weit entwickelt soll. Da die Ampel jetzt rot ist, nein, sie wird schon wieder grün, das ist eine tolle Ampel. So mag ich die Ampeln, wenn sie nun in echt auch immer so wären. Kaum kommt man hin, ist sie grün. Das wäre natürlich am schönsten. So, Blick auf den Flughafen. Und, oh, was war das jetzt? Und wir steigen aus. So, dann legen wir mal los, beziehungsweise schauen wir mal ganz kurz, bevor wir mit der S-Bahn anfangen. Also, ich habe ja damals gesagt, ich würde gerne den Hauptbahnhof erneuern, verändern. Das ist soweit korrekt. Allerdings würde ich gerne... Naja, was würde ich eigentlich gerne? Ich wollte ihn eigentlich vergrößern. Ich wollte ein paar Gleise dazugeben, aber mittlerweile hat sich die Stadt ja da so schön weiterentwickelt, dass ich ganz ehrlich sagen muss, mir wäre es recht, wenn er so bleibt, der Bahnhof. Und wir werden nur ein paar Optimierungen durchführen. Und zwar hätte ich gerne... Am liebsten hätte ich einen Hochbahnhof. Wir haben mittlerweile Hochbahnhöfe, die kommen dann eh gleich zum Einsatz. Zumindest einer mal auf jeden Fall, vielleicht sogar zwei. Aber was hätte ich denn gerne jetzt vor? Ich würde gerne, da wir ja jetzt was Neues haben, dass wir den Zug da mal einfahren. Den Cat, macht der eigentlich schon Gewinn? Naja, nicht wirklich. Obwohl es doch, seit wir die Buslinie haben, also seit wir die Buslinien eingesetzt haben, doch die einen oder anderen ja immer wieder gerne Richtung Flughafen kommen, beziehungsweise auch nach Graz, nach Klagenfurt und nach Eisenstadt wollen. So, der Zug fährt da jetzt ein. Und jetzt können wir da mal Pause machen, denn wir werden das Ganze neu bauen. Und zwar, jetzt kommt da mal alles weg da. Das machen wir. Die Gleise, nicht die Bäume. Genau, das nehmen wir auch weg, das nehmen wir auch weg, das nehmen wir auch weg. Da haben wir ja diese... Da haben wir das eingebaut, genau. Ja. So lassen wir das. Und zwar, wir haben ja dieses neue Teil, mit dem es uns möglich ist, ist es uns ja möglich, eine wunderschöne Tunneleinfahrt zu bauen. Und zwar kann man das sogar im Untergrund ein bisschen drehen. In welche Richtung dreht sich das denn dann? Würde sich sogar fast in die richtige Richtung drehen. Oder wir machen das anders, wir machen das gerade.
nehmen das hier. Zwei elektrifizierte Hochgeschwindigkeitsstrecken. Aber wie tief wir da runtergehen, das sieht man jetzt nicht, oder? Na, ich hätte gern 0. Das nicht kleiner machen. Machen wir das so. Machen wir das so. Mit dem Mausrad, da lässt es sich nämlich leichter drehen, wenn wir keine Kommastellen haben. Richtung Flughafen. Warum will er da runter? Weil er da gleich andockt, oder? Kann das sein, dass er da schon andocken möchte? Ja, warum machst du das? Ja, das hätte ich aber eigentlich nicht gern vorgehabt. Passiert, wenn ich sage Gleise, Hochgeschwindigkeit, österreichische Hochgeschwindigkeit, 50 Meter Abstand. So, ja, da müssen wir noch ein Stückchen rüber. Bauen wir das neu. Jetzt weiß ich auch, warum er da die ganze Zeit drunter wollte. Ich glaube, jetzt hat er andockt. Schauen wir mal, ob das stimmt. Tatsächlich. Das gefällt mir gut. Kann ich das nämlich jetzt so machen? Dass ich sage, Gleise? Nein, nicht jetzt. Bitte nicht. Nicht dieses Problem schon wieder, das wir schon einmal hatten. Warum habe ich das nur gelöscht? Ist da mal weg. Der hebt da wirklich eine Grube aus. Wie krank ist das denn? Wieso macht er denn sowas? So, das reißen wir jetzt mal alles weg. Hört gleich, dass das Ganze nicht mehr so stattfinden wird, wie es ursprünglich ausgesehen hat. Runter. Tunnel. Trotzdem eine Aufschüttung. Der will da um keinen Preis mehr einen Tunnel draus machen. Warum? Kann man ihn ein bisschen überlisten? Jetzt probieren wir mal was. Wenn wir jetzt das Terrain-Tool nehmen. Stärke 100%, Größe etwas kleiner. Und da jetzt mal ordentlich. Auf. Ah, genau. Dann da so eine Fläche machen. Das hier schön zumachen, dass das richtig ekelhaft aussieht, aber dass er nicht in die Verlegenheit kommt, da einfach jetzt runter zu graben. Nämlich so haben wollen, liebes Spiel. Und weil wir so nett sind,
das gern so. Genau. So hätte ich das gern. Und dann gleich nochmal eine Mitfahrt starten. Jetzt gehen wir wieder zurück auf dieses hier. Nehmen das Ganze größer. Und sagen, wir hätten gern wieder diese Größe hier. Straße bitte. Hier gerade und hier nach da. Dankeschön. Und das hier. Da und umdrehen. Hopp. Perfekt. Und jetzt müssen wir dann nur noch diese Aufschüttung wegkriegen. Ich glaube, das schaffen wir mit dem Ausgleichstool. Na, das schaffen. Vielleicht, wenn wir sagen, machen wir das Ganze noch ein bisschen kleiner. Da gleich mal da noch aus ein bisschen. Jetzt haben wir eine schöne Abfahrt. Das gefällt mir. Oh, das glätten wir ordentlich. Die glätten wir auch. Muss man aufpassen, dass wir da nicht zu viel glätten. Den Flughafen kann man auch noch ein bisschen, aber das ist eh irrelevant, weil wir das schön geflacht haben. So. Fehlermeldung. Genau, weil die Kettlinie noch nicht vollständig angeschlossen ist. Das sieht gut aus. Was wir jetzt noch machen ist, wir nehmen das Maltool, aber wir radieren da unseren Fehler, beziehungsweise wir korrigieren das, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Und zwar können wir ruhig die Wiese lassen. Da müssen wir keine Asphalt machen, dann sieht das ein bisschen schöner aus. Das gefällt mir jetzt schon. So, was ich aber jetzt noch gern möchte, ist, wenn wir das schon so hügelig haben, dann nehmen wir da ein bisschen Gras und färben da drüber. Ja, auch noch ein bisschen, dass dieser Rand etwas grüner aussieht. Das so, das so. Dass das ein bisschen gepflegt aussieht. Das können wir gerne asphaltieren. So ein bisschen. Das auch und das gehen wir wieder zurück. Das radieren wir aus. Dann gehen wir die Natur zurück. Einiges schöner aus. Ich weiß nicht, das gefällt mir irgendwie ein bisschen besser. Hier nicht. Ja, und hier nehmen wir es auch wieder weg. Was haben wir denn da jetzt? Kann es sein, dass ich die falsche Straße genommen habe? Ich glaube schon. Ja, nämlich die brauche ich. Ja. Da müssen wir das hier nehmen. Und das hier. Dann nehmen wir das hier. Nehmen wir das hier.
Jetzt passt, sonst kommen sie vielleicht noch in die Verlegenheit und bauen uns da plötzlich was dran, was wir so eigentlich gar nicht vorhaben. So, da hatten wir ja die Ausfahrt. Das bauen wir jetzt wieder. Aber bitte. So. Warum ist denn das so hoch auf einmal? Also eigentlich hätte ich das schon gern so genau. Bauen wir es in kleinen Schritten. Das ist überhaupt nicht, was er da fabriziert. Aber es ist nicht so schlimm, dann bauen wir halt einen Bahndamm. Wenn er das so haben will, dann kriegt er das so. Und zwar bauen wir es von hier. Wir müssen ihm nur sagen, dass wir da rein müssen. So. Und wir es mit Bandern. Sieht das aus? Das sieht gut aus. Das ist gekauft. Gehen wir da rein. Das passt doch. Muss man hier nur ein Signal hinsetzen. Und zwar dann nehmen wir gerne dieses B-Signal. Das hier. Das hätte ich gerne, also wegen der Flankenfahrt. Das hätte ich gern hier. Und dann brauchen wir aber dieses hier und das kommt da. Jetzt passt es aber. Ich weiß, es ist jetzt nicht zwingend notwendig. Nehmen wir das hier. Und dann brauchen wir ein Ausfahrtssignal. Andererseits könnten wir rein theoretisch das Signal entfernen und setzen das dahin nämlich. Genau. So, und jetzt möchte ich da eine Mitfahrt machen. Wir sind beim 19 Minuten, das heißt, das geht sich eigentlich ohne Probleme aus. Die Strecke zählt wieder als angeschlossen. Dann steigen wir ein und dann geben wir sich da jetzt mal die neue Strecke, die neue Mitfahrt. Und da kommt ein extrem schmutziger ICE an. Das, ich habe, wie gesagt, Fahrzeugersatz, nein, noch nicht. Aufnahmesession der letzten, ist von der gestrigen Folge beginnend die Aufnahmesession. 41 km/h.
Beispiel jetzt beschleunigte. Das sieht gut aus. Das sieht doch gut aus. So. Habe ich vergessen, ihm zu sagen, dass er ins andere Gleis reinfahren soll. Aber es sieht schlecht aus. Okay, gut, das funktioniert. Das Einzige, das ich jetzt noch machen muss, ist die Linie. Und zwar soll er am Flughafen Wien ins Gleis 2 bitte. Dass er eben zu schlängeln beginnt, weil sonst. Genau, sonst passiert das hier. Das gefällt mir gar nicht. Jetzt kommt er kurzfristig am falschen Gleis raus, aber schon in der nächsten Runde, die er fährt, sollte sich das Ganze verbessern. Seid ihr beiden die gleichen? Aha. Okay. Seid ihr so knapp beisammen? Der hat nur 7. Sind da schon 3 Züge auf der Strecke? Ich habe doch nur 2 auf der Strecke, oder? Schon dabei sind, Fahrzeug verwalten, da haben wir den großen, beide ersetzen, elektrische Triebwagen, haben wir den neuen Wagenzug mit irgendwie Länge, das ist schon der. 145 Millionen. Wow. So. Bist du? Ah, da steht dann mal die neue ICE drinnen. Sehr gut. Jetzt aber wird's ernst, denn wir haben noch ein paar Minuten in dieser Folge und die verwenden wir ganz einfach für die Verlängerung der S-Bahn. Das habe ich ja angekündigt. Beziehungsweise das hatte ich ja vor. Hierzu möchte ich da mal eine Haltestelle einfügen. Und zwar bauen wir da jetzt eine S-Bahn-Station hin. Da können wir gerne. Da nehmen wir gerne. Bin am Überlegen. Wollen wir das machen? Nehmen wir mal das hier. Gehen auf Bäume. Nehmen unseren Freund den Radiergummi. Groß, größer, am größten. Radieren da mal alles aus. Mir so gar nicht mehr. Weg. Das können wir gerne zurückgeben, wenn wir es dann brauchen. Jetzt machen wir das da mal alles weg. Kohle haben wir ja genug. Jetzt wieder ordentlich was ausgeben. Und die Bäume stehen bleiben. Weg. Da ist man auch noch ein bisschen durch. So. Und der Strecke auch weg. Perfekt. Jetzt Bahnhof, bitte diesen hier. Und zwar hat das Ganze einen Sinn. Vierspurig, elektrifiziert, Oberleitung ja, 140 Meter, verdrückt. So, vierspurig, 140 Meter. Tramgleis elektrisch, Hochgeschwindigkeit, Oberleitung, ja. So. Ich habe da eine Idee und die
verwirklichen wir jetzt auch. Oh, nein, nicht so. So. Ja, ein bisschen feiner. Ja, so hätte ich das gern. Jetzt nehmen wir die Straße. Bahnhof. Stadtstraße. Gerade. Und zwar vierspurig. Nehmen wir die allerdings so, dass sie Häuser bauen. Busspur ja, elektrisch ja. Und jetzt graden wir das hier ab. Das geht leider hier nicht, aber hier geht's. Ja. Und jetzt machen wir wieder so typisch er baut wieder um Aktion. Nämlich, das kommt alles weg hier. Und das gibt sich die Straße, holt sich das eh gleich selbst zurück. Nicht mit Bahnhof, sondern so. Gerne gerade. Und zwar aufhängen. Nicht abstürzen. Ich speichere das jetzt. So. Das geht mal nicht. Das heißt, wir müssen noch 1, 2, 3. Du kommst auch weg. Nee, das ist zu viel. So. Ah, schon wieder der. Besser. Geht immer noch nicht. Ist das im Weg? Nochmal. Ist das wieder im Weg? Das hat alles einen Sinn. Ich baue mir dann nämlich kleine Abstandshalter. Jetzt müsste es aber gehen. Ah, schon wieder nehme ich die falschen. Sprüher, Langgleis elektrisch. Siehe da. Es schließt an. Zack. Dann graden wir das hier noch. So und so. Das passt. Das gefällt mir. Das müssen wir dann noch verändern, denn das passt so überhaupt nicht mehr. Also das gefällt mir so überhaupt nicht mehr. Eigentlich gefällt mir das so gar nicht mehr. Das tun wir downgraden. Und zwar hätte ich da gerne... Können wir ruhig die Straße nehmen, weil wir keine Busspur brauchen, aber elektrische Tramgleise. So, das machen wir so. Wie sieht das jetzt aus? Das sieht engartig aus. Also somit machen wir das auch so. Ich glaube, das sieht so besser aus. Das war jetzt ein Fehler von mir. So lassen. Jetzt mit der schmale Straße darüber. Was wir allerdings machen ist, wie viele Straßenbahnlinien haben wir denn da? Wir haben die 1 und wir haben die 26. Das heißt, das kommt da jetzt mal weg. Das kommt weg. Und wir bauen uns da etwas Neues. Ja, wir bauen uns da wirklich was Neues, und zwar
hätte ich da gerne. Gibt es ja was für Straßenbahnen? Was haben wir denn da für Straßenbahnen? Ja, können schon Häuser bauen, das ist nicht so das Problem. Mal das und schauen mal, was passiert. Wenn wir sagen, wir wollen gerne. Ich sage, ich will das so haben. Ja, das können wir ruhig so machen. Jetzt hätte ich aber gerne das hier. Und dazu müssen wir das hier abreißen. Schon wieder diese Busgeschichte, denn wir bauen uns hier eine Windschleife. Sieht gut aus. Nicht so schlecht aus. So, dazu färbeln wir das jetzt. Asphalttextur. Ja, ein bisschen größer. Genau. Bisschen zu energisch drüber gefärbelt. Weggezogen, stelle ich mir das vor. Das holt sich die Stadt schon zurück, wie sie das braucht. Müssen wir hier eine neue Haltestelle machen. Und zwar, ohne dass wir sich verdrücken, nämlich Haltestelle, raus, hier und hier und hier. So. Das sollte Kagran heißen. Und fügen es da ein. Gut, und dann sagen wir dann 9 Linie 1. Dann sagen wir eigentlich der Linie 1, dass sie da nicht mehr hinfahren soll, sondern das machen wir dann anders. Linie 1 fährt zukünftig da hinunter. Dann müssen sie nämlich. Ah, wir lassen das so. Wir lassen das so. Die Linie 1. Der Kran kommt da mal weg. Pulpenweg. Und 7. Ist wieder Tulpenweg. Genau. Und die Linie 26 fährt ganz einfach. Straße, Stadtstraße, zweispurig.
Hier fehlt ganz einfach weiter. Da entlang, darüber, 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 darüber. Und da ist Endstation. Genau. Dann machen wir jetzt die Endstation. Dann nehmen wir sich aber das hier. Das wollen wir nicht. Wir wollen ja das so haben. Und weil wir so nett sind, helfen wir der Stadt, indem wir sagen, nein, nein. Dann geben wir euch das hier. Gerne in gerade natürlich. So nett sind. Gerichtet. So. Das ist sicher klar, ist doof. Perfekt. Kommen neue Haltestellen dazu. Nämlich mal die kleinen hier. Schade, dass die Wiener Haltestellen noch nicht gibt. Aber es wird wahrscheinlich nur eine Sache der Frage der Zeit sein, bis die dazu kommen. Aber das werde ich dann gerne da so anschließen. So, da haben wir Kagranis hier eine Haltestelle, das heißt, wir machen hier noch eine Haltestelle hin. Schon etwas weiter weg. Können wir hier auch noch eine hinmachen. So. Jetzt verlängern wir die Linie. Das ist natürlich jetzt folgendermaßen, da haben wir ganz einfach. Nach der Brunnenstraße geht es weiter. Dann geht es weiter hier rauf, runter. Dann geht es hier runter. Dann geht es wieder. Eigentlich passen. Färben wir es mal kurz anders ein. Genau. Gibt es keine Komplikationen? Ja, das sollte man vielleicht noch umbenennen. Das heißt nicht Birkenweg, sondern das heißt Floridsdorf. Platz in Floridsdorf. Genau. Ein bisschen Platzcharakter hat es ja eh das Ganze. Sei uns verziehen. Und das wäre dann natürlich nicht die Mittelstraße, sondern die Hausfeldstraße. So. Fiktive Geschichte, das Ganze. Aber zumindest die beiden Stationen gibt es. Bei die 26 nach Streversdorf fahren würde und das heißt, wir müssten sie noch weiter verlängern, aber das so genau nehmen wir das jetzt nicht. Was mich auch stört, sind diese Häuser, die sich da drinnen hineingestellt haben in die Kirche. Da haben wir noch eine Kirche gemeinsam gebaut und ich meine, irgendwie sieht das gut aus. Also ich meine, irgendwie sieht es nicht gut aus, aber irgendwie hat es doch wieder etwas, die Häuser da in der Kirche drinnen. Ich lasse das jetzt einfach so. Gut, dann hätten wir das auch erledigt. Lassen wir die Zeit laufen. Fehlermeldungen haben wir keine. Das Einzige, was sein kann, ist, dass wir die Linie 26 eine neue Farbe nehmen müssen. Eventuell nehmen wir noch einen Zug dazu. Kann man ja anders auch machen, und zwar wenn ich sage. Fahrzeuge verwalten, ich hätte gerne noch
Ah ja, nein, das lassen. Das muss reichen. Das soll sich selbstständig korrigieren. Und das passt dann auch schon. Gut. 40 Minuten. Ohne dass wir die S-Bahn verlängert haben. Cliffhanger für die nächste Folge. In diesem Sinne. Wir sind am Ende der heutigen Folge. Ja, wir haben wieder ein bisschen etwas weitergebracht. Wir haben die Straßenbahn jetzt quasi etwas verlängert, damit das neue Stadtentwicklungsgebiet hier Floridsdorf-Donaustadt, damit die jetzt auch einen Anschluss haben an die Straßenbahn. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns dann um die S-Bahn-Verlängerung. Ja, wir haben natürlich auch beim CAT ein bisschen etwas am Gleisbett verändert. Jetzt aber wirklich. Wir sind am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Transport Fever 2. Servus.